Und zwar habe ich eine Frage an die Frauen hier heute Abend im Saal. Und zwar möchte ich wissen, was schoss euch durch den Kopf, als gerade der Vorhang fiel? Was habt ihr gedacht? Möglichkeit A. Boah, guck mal seine pinke Glücksjacke an. Ja. Aha. Möglichkeit B. Hab ich's doch gewusst. Adidas Superstars, ja. Andere hat er nicht. Möglichkeit C. Supi, es geht los. Ich warte schon seit Monaten. Ja, so am I. Oder ist es Möglichkeit D? Oh, der ist ja kleiner, als ich dachte. Ganz klar A. Eindeutig A. Gleiche Frage an die Männer, die heute Abend hier sind. Die sagten, boah, geil, Hensler, Kochschuh, geh ich gerne hin. Und die anderen, die auch sehr gerne mitgekommen sind, ja. Was habt ihr gedacht, als der Vorhang fiel? Möglichkeit A. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Jacke? Was hat er denn da an? Oh, guck, kommt gut an bei den Männern, das gefällt mir. Möglichkeit B. Sag mal, der hat auch nur ein paar Schuhe, oder? Ja. Davon aber sieben. Jetzt kommt, glaube ich, der heimliche Favorit der Männer. Möglichkeit C. Wie lange dauert das hier eigentlich heute? Ganz ruhig. Oder ist es Möglichkeit D? Digga, 1,80 Meter, wovon träumst du nachts? Ganz klar wieder A. Eindeutig. Eindeutig A. Kleines Bilderrätsel. Für alle Fans von Grill den Hensler habe ich Babybilder mitgebracht. Und ich sag noch nicht, wer es ist. Ich zeige erst mal drei Bilder. Hier ist das erste Bild. Guckt ihn euch an. Oh. Oh. Ich sag mal, die Form der Mundöffnung verrät so einiges. Die Form. Zweites Bild. Guck mal her. Ich sag mal, die Form des Unterarmes. Da könnte man auch ungefähr ahnen, wo es hingeht. Drittes Bild. Guck mal hier. Oh. Oh Gott. Alle drei Bilder nebeneinander. Jetzt in loser Reihenfolge. Ihr seht hier, Rainer Kallmund, meine Wenigkeit und Heinz Hormann. Jetzt könnt ihr mal kurz überlegen, wer könnte wer sein? Ja? Wir lösen mal auf. Tada. Rechts meine Wenigkeit mit 7 Monaten. Und ganz links außen, frisch geschlüpft, Heinz Hormann. Und ich sag's ja gerade, die Form der Mundöffnung verrät es eigentlich. Weil wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr sehen, da passt aber sowas von perfekt ein Trüffel durch. Der geht so durch. Das ist, als wenn das eine Schablone für einen Trüffel wäre. Man ist bei Heinz auch nicht sicher, was waren seine ersten Worte. War es Trüffel oder doch Röstaroma? Man weiß es nicht. Und in der Mitte, wir lieben alle Rainer Kalli Kallmund. Aber was soll ich sagen? Bei anderen Kindern im Alter, da gab es eine Brotdose, bei ihm gab es einen Eimer. Es ging früh los mit Kalli, ja? Es ging sehr früh los. Und jetzt auch eine kleine Suche, weil ich oft gefragt werde. Wie sahst du eigentlich als kleiner Junge aus? Kindergartenzeit, können wir mal gucken, wo habe ich mich versteckt? Ja, wo ist er? Guck mal. Ah, hat schon gehört, genau. Oben rechts, der richtig Bock aufs Foto hatte, ja? Der richtig Lust hatte, das bin ich.